nur versteckt. Versteckt hat sich Nico Karnitz, genannt der Dicke, nie. Doch ein wenig auf dem Abstellgleis stand er schon. Die Vertragsverlängerung für den 32-jährigen Routinier dauerte. Der ehemalige Kapitän hat sich weiter reingehängt. Und nun ist er wieder da, in der Stammelf der Rot-Weißen. Zum Saisonstart saß er noch auf der Bank. Doch dieses böse Foul an Sören Eismann mit schwerer Verletzung beförderte den 1,68 Meter kleinen Wirbelwind wieder ins Team. In Karlsruhe war die Nummer 17 beim 0:0 gleich der beste Mann. Ja, ich habe ja immer gesagt, wenn ich gebraucht wäre, dann bin ich da und versuche im Training und auch im Spiel 100% zu geben. Das war schon so und wird immer so sein. Und ja, da bin ich erstmal glücklich, dass ich am Samstag in Karlsruhe eine sehr gute Leistung gebracht hatte. Konnte der Mannschaft helfen, aber am Ende ist die Mannschaftsleistung entscheidend, beziehungsweise das, was unterm Strich bei rauskommt, das war in Karlsruhe ein Punkt und hoffentlich ist am Samstag gegen Erfurt 3 Punkte. Auch beim wichtigsten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte gegen RB Leipzig und dem Aufstieg blieb nur die harte Bank. Und trotzdem weiß sein Trainer, was er am Dicken noch immer hat. Ja, Nico ist von der Sache her ein Typ, der lustig ist, der aber auch, weil er schon älter geworden ist, von Anfang an seine Karriere nach dem Fußball im Blick hat. Er hat hier eine Ausbildung gemacht, ist jetzt auch arbeitsmäßig hier in Halle involviert, führt das auch fort in dieser dritten Liga, das finde ich gut. Das zweite Leben des Nico K. hat auch etwas mit Badelatschen zu tun, nicht nur beim Aufstieg. Pack die Badelatschen ein, wir steigen hoch. Jetzt geht's los. Im Ernst, Nico Karnitz ist im Zweitjob ausgelernter Sport- und Fitnesskaufmann, Note 1,2. Und nun bei den Bädern Halle, einem Unternehmen der Stadtwerke, auf 20-Stunden-Basis beschäftigt. Eine Entscheidung für die Zukunft des zweifachen Familienvaters. Ja, ich versuche das zeitlich zu koordinieren. Erstens hilft mir meine Frau zu Hause mit den Kindern, die nimmt mir da sehr viel Arbeit ab. Und dann versuche ich im Fußball und auch hier auf Arbeit da 100% zu geben. Die Koordination der Schwimmbäder in Halle, manchmal auch vor Ort, wie hier in der frisch umgebauten Saline, seine Zukunftsperspektive. Nico Karnitz will weiterkommen im Leben, im Job und auf dem Fußballplatz. Ein echter Profi.